Über viele Jahrzehnte gab es in St. Nikolaus, Niklas, bei Kaltern, zwei Lebensmittelgeschäfte. Eines hat bereits im Jahr 2001 seine Tore geschlossen. Rosa Bugnit, die Resi, wie sie von der Niklaser liebevoll genannt wird, schließt nach 60-jähriger Tätigkeit am 21. Dezember 2002 endgültig ihren Laden. Schade. Viele ältere, natürlich auch junge Bürger von St. Nikolaus bedauern es sehr. Im Tante-Emma-Laden der Resi erhält man fast alles. Vom Schuhband bis zum Hosenknopf und von der Stecknadel bis zur Unterhose. Die Verkaufslizenz beinhaltet so quasi alles, was man sich denken kann. Nicht nur Lebensmittel werden verkauft, sondern auch Kosmetik, Tabak, Salz, Zeitungen, Nähzeug, Stoffe, Wolle, Kochgeschirr und Haushaltsartikel. Vormittag Adiamento, Nachmittag Katakombenschule. Und nachher bin ich halt bei der Tante im Geschäft. Und dann habe ich halt schon geholfen ein bisschen. Mit 17 Jahren bin ich dann schon Bolzen gefahren, Tabak gefassen. Und sonst Sachen erledigen. Und dann nachher mit der Bohnen aus hat man müssen machen. Was Select bis Bozen und nachher im Bozen erledigen, nachher den Tabak aufgeben auf der Bahn und den Back dann und nachher in St. Anton abgeladen und mit einem Handwagen haben wir alles umgeführt. Nachher oft haben wir zweimal fahren müssen, dann haben wir es dürfen bei der Frau Wehrmacht unter der Kirche in St. Anton einstellen, wenn wir es nicht die Namen oder Nummern haben. Dann wollten wir mal umgehen. Und so ist es halt gegangen und früher war alles offen zu verkaufen. Sei es gewesen, Lebensmittel, Reis, Nudeln, Mehl und Schürcreme haben wir gar nicht erst offen verkauft. Sonntags haben wir alle offen gehabt. 7 Jahre waren wir drinnen im Geschäft, bei Julian, im alten Geschäft. Und 1949, am 1. August, sind wir da übersiedelt. Da haben wir angefangen bauen im Jänner und im August haben wir es fertig gehabt. Ja. Und seitdem sind wir da und bin ich da, 53 Jahre. Und insgesamt 60 Jahre. Und unter dem Krieg, da haben wir halt erst Karten picken, da ist alles rationiert gewesen, das war auch nur zur Arbeit. Arbeit ist halt in der Geschäft gekommen. Und heute wird es immer komplizierter. Nein, nein. Immer fein. Bekannt und beliebt waren das hausgemachte Sauerkraut und die Hauswürste. Vor Jahren konnte man noch Nägel, Draht und auch Kunstdünger erhalten. Wie viele Bürger von St. Nikolaus konnten im Lebensmittelgeschäft, damals Gabloner, Waren abholen und erst bei der darauffolgenden Kellereirate die Rechnung begleichen? Dafür sei ihr heute noch recht herzlich gedankt. Auch an Sonn- und Feiertagen war das Geschäft geöffnet.
Wie waren die Niklaser froh, als das Geschäft, eines der ersten von St. Nikolaus, in den 60er Jahren das Telefon erhielt. So konnte man bei Notfällen, aber auch bei anderen Angelegenheiten das Telefon benutzen. Es ist wirklich schade, dass die Resi ihren Tante-Emma-Laden auflässt. Aber auch sie hat ein Recht auf Ruhe und Pension. Aber das Leben muss weitergehen. Und die sympathische Geschäftsfrau Resi freut sich schon heute auf mehr Freizeit und auf eine Reise, die sie schon geplant hat. Nach 60 Jahren Arbeit und Dienst an der Bevölkerung hat sie sich das redlich verdient. Der Unterfertigte wünscht ihr noch weiterhin viel Gesundheit und viel Freude an der Pension. Ja.